Nintendo. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Vor langer Zeit, so erzählen die Legenden von Hyrule, gab es einst die goldene Macht. Sie soll allmächtig und in einem verborgenen Land sein, dessen Eingang in Hyrule ist. Viele drangen verzweifelt und erbittert in dieses Land ein, doch sie kehrten nie zurück. Jedoch eines Tages begann das Böse aus dem geheimnisvollen Land heraus zu strömen. Der König von Hyrule befahl den sieben Weisen, das Tor zu diesem Land zu versiegeln. Das Siegel sollte bis in alle Ewigkeit und ungebrochen bleiben, um das Böse zu verbannen. Aber mit der Zeit verblasste die Erinnerung und sie wurde zur Legende. Eines Tages tauchte in Hyrule der geheimnisvollere Zauberer Aghanim auf. Er plante, das Siegel zu brechen und verzauberte den guten König von Hyrule. Mit Hilfe seiner dunklen Magie wollte er die sieben Mädchen entführen, die alle direkte Nachfahren der sieben Weisen waren. Eine nach der anderen. Prinzessin Zelda, eine der sieben Nachfahren, wird die nächste sein. Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Retro, wie man so schön sagen könnte, mit The Legend of Zelda, A Link to the Past. Ein Spiel, das für mich ganz besonders ist, könnte man so sagen, denn es ist, ich habe sogar schon einen Spielstand, den lösche ich mal gerade hier, Link da, tschüss Link. Man könnte sagen, es ist nämlich das erste Spiel, was ich jemals für mich selbst ganz alleine besessen habe. Und deswegen würde ich sagen, geht's auch mal los mit dem Namen, den wir uns auswählen. Und wie wir ihn schon aus Dark Souls kennen, fangen wir an mit dem Ritter Horst. Natürlich nicht. Wie mache ich hier einen rückgängig? Nein. 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 Ich glaube gar nicht. Dann nennen wir ihn einfach so, wie ein Held zu heißen hat in The Legend of Zelda, nämlich er heißt Link. So, wie kriege ich jetzt den Buchstaben hier weg? Gar nicht. Deswegen heißt er jetzt nicht Link, sondern Linked. Nein, natürlich nicht. Entschuldigung, dass es gerade ein bisschen länger dauert, denn unser Held heißt natürlich Link. Link. So, zack. Und mit Link geht die Reise nun los. Hilfe! Bitte hilf mir! Ich bin es, Zelda! Ich werde im Verlies der Burg festgehalten. Ich habe furchtbare Angst. Aghanim hat die Burg voll unter seiner Kontrolle gebracht. Und er versucht nun alles, um das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Deshalb hat er den anderen sechs vermissten Mädchen etwas Schreckliches angetan. Nur ich bin noch übrig. Hol mich doch endlich! Nun wach auf! Hol mich hier raus! Hilfe! Und unser Held erwacht. Link, ich gehe kurz fort. Am Morgen bin ich zurück. Bleib im Haus, verstanden, kleiner Mann?
Und da geht unser Onkel von dann. Und auch wir hüpfen schnell aus dem Bett heraus, können quasi jetzt hier ein paar Vasen werfen, demolieren ein bisschen die Einrichtung und holen uns mal das, was in dieser Truhe ist. Ba-ba-ba-bam. Du hast die Lampe, jetzt kannst du die Fackeln anzünden. Drücke dazu den Y-Knopf. Deine magischen Kräfte reichen nicht aus, um diesen Gegenstand zu benutzen, lieber Link. Nein, das tut er tatsächlich nicht, denn um die Lampe zu benutzen, da fehlt uns noch ein bisschen was, das Licht. Aber wir können schon mal die Karte aufrufen, das rote X ist unser Ziel und wir können auch mal gucken, was es sonst noch gibt. Alles ziemlich dunkel hier, denn es regnet ja auch draußen. Ein Flug über die Karte, die so ein bisschen Pseudo-3D-mäßig ausgerichtet ist, bleibt aber trotzdem ein 2D-Konstrukt, so kommen wir es nochmal normal sehen. Und so kommen wir wieder raus. Nein. Nein. Geh mal raus hier. Dann die können wir auch noch aufheben hier. Zack, ist da vielleicht was drunter. Hallo, da war es drunter. Sieht schlecht aus für uns. Da ist wohl nichts mehr drunter. Da sind wir wohl noch was zu schwach für. Ah, komm, zieh, 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 zieh! Ne, das schafft er nicht, da ist er noch zu schwach für. Der kleine Link schwach sich mir ist. Er hat übrigens lila Haare in dem Spiel noch. Oder besser gesagt sogar pinke Haare. Link mit der pinken Frisur. Jo, was steht denn hier? Belohnung 100 Rubine für den, der die Nachkommen der Weisen findet. Der König. Einer ist doch deine Tochter, da musst du mal auch so selber finden können. Hallo, Weltritter. Hehehe, du kannst doch hier nicht einfach so in die Burg reinmarschieren. Kinder sollten um diese Zeit hier längst im Bett liegen. Ja, das sollten sie wohl, deswegen laufen wir einfach mal diesen Weg hier lang. Dup, 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 dup. Es regnet hier, ziemlich ungemütlich, muss ich sagen. Das ist noch so ein großer Stein. Ein bisschen aufgehoben. Ja, komm, zieh, 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 zieh. Ja, ist der kleine Link noch zu schwach. Hilf mir, ich bin der Verlies der Burg. Ich kenne einen Geheimgang. Na dann, du musst die Burgmauer entlang, um den geheimen Zugang zum Innenhof zu finden. Na dann machen wir das doch mal, geliebte Zelda. Wenn du sagst, dass wir kommen sollen, dann kommen wir doch mal und heben das Ding hier mal weg. Und wir haben ein Geheimnis gefunden. Nächstes Mal, wenn wir ein Geheimnis finden, schallt diese tolle Musik. Platsch mitten ins Wässerchen rein. Was uns natürlich nicht wehtut. Und da ist uns auch wieder. Oh, Link. Ich wollte mich mit dieser Sache hineinziehen. Aber warum hast du nicht auf mich gehört und bist im Haus geblieben? Hier, nimm mein Schwert und das Schild, es soll nur dir gehören. Und sofort allein besitzt das geheimnisvolle Schwert mit besonderen Kräften. Halte den B-Knopf gedrückt, um die Kräfte zu sammeln und lass los, um zuzuschlagen. Bitte, Link, hilf mir. Mein Ende ist gekommen. Rette die Prinzessin. Sie hat nur noch dich... Ah, mein Ende ist naht. Die Prinzessin, du bist hier. Wir haben das Schwert gefunden und er redet nicht mit uns, er ist leider gestorben. Aber jetzt können wir mit dem Schwert schon mal schön zuschlagen. Da kommt auch unser erstes Opfer hier, komm mal her. Zack, unser erstes Opfer ist Geschichte. Wir können es auch so aufladen, wie da schon stand. Und in einer quasi kreisrunden Attacke können wir es damit loswerden. Warum kann ich nicht hier drauf? Doch, da, jetzt haben wir Energie, jetzt können wir auch quasi die Fackel anzünden. Was haben wir hier drin? 5 Rubine, die blauen sind quasi 5 Rubine wert, grüne 1, rote 20 und ich glaube, größere können wir hier so ohne weiteres nicht finden, außer halt in Truhen. Aber da finden wir auch, glaube ich, nur Anzahl von denen, also eine gewisse Anzahl. Ich habe alle, ich glaube, ich habe die Tassen noch ein bisschen falsch gelegt, wenn ich mich nicht irre, aber das macht erstmal nichts. Da ist noch einer von den Wachen. Und da sehen wir auch schon die mit dem größeren Schwert, die kommen immer schön auf uns zugestürmt. Während die anderen noch ein bisschen doof hier einfach so in die Gegend rumstreuen, da sind wir ihnen quasi fast schon egal. Die können wir auch gar nicht mehr von hinten am Meucheln. Denn sie tun uns ja eigentlich nichts. Nur halt die anderen, die sind ein bisschen gefährlicher als sie. Grün brauchen quasi zwei Schläge. Man sieht schon, zwei Schläge, dann sitzt die Geschichte. So, dann laufen wir einfach mal hier rauf, oder? Hallo, was ist denn hier oben? Ja, das sind die Blauen. Die Blauen halten ein bisschen mehr aus als die anderen.
Der Thronsaal. Kann ich mich hier draufsetzen? Nee. Hallo? Für ein Siegel oder sowas, aber nichts Besonderes hier oben. Dann stimmen wir mal einfach wieder runter. Ich glaube, hier können wir noch nicht so viel machen. Dann gehen wir einfach mal nach links, würde ich sagen. Links ist eine gute Seite. So, immer guten Trick bei den Wachen. Einfach mal eine Vase mitnehmen. Denn die macht um einiges mehr Schaden als unsere Waffe. Es ist schon erstaunlich, was denn ist. Dass eine Vase mehr Schaden macht als ein Schwert. Kann wohl kein gutes Schwert sein, ist vielleicht ein bisschen stumpf oder sowas. So, zack, der ist weg. Und auch der Geschichte. Das war doof. Das war ebenfalls doof. So, aber trotzdem schöpfen wir noch alles ganz gut. Hier, hebt das mal auf. Bau mal alles, bau mal alles. Ich glaube, da geht's runter. Sollen wir einfach mal da runter gehen? Ja, ich glaube schon. Geht einfach quasi mal die Treppe hinunter. Tiefer hinab in das Verlies, in das Kellerchen. So, und einen Schlüssel haben wir bekommen. Du hast die Karte. Drücke X-Knopf, um deinen Schalter festzustellen und deinen... Was? Um deinen Schalter festzustellen und einen Überblick zu bekommen. Habe ich mich quasi irgendwie gerade verhaspelt. Ja, wir können jetzt quasi die Karte sehen. Wir sind immer zwei Stöcke auf einmal. Also zwei Stockwerke. Wir sind gerade hier unten da, wo das Blink da aufleuchtet. Wir sehen auch immer links, wo wir sind. Schön. Dann gehen wir mal durch die Tür hier. Die Türen sehen wir übrigens... Achso, da... Ich drücke noch die falschen Tasten, ich weiß. So, den schubst du einfach mal da runter an den, ja, man sagt quasi immer, hinter dem Stockwerk, wo wir sind, ist ein Link-Symbol, um zu zeigen, da ist der tapfere Held. So, und da sind wir wieder voll mit Leben. Ich nehme trotzdem mal die Vase mit, die ist ja eine super Allzweckwaffe, wie wir schon kennengelernt haben. Die nehme ich einfach auch mal mit, die Vase hier. Ich glaube, wir können sie aber nicht Scream verteilt mitnehmen. Ich glaube, sie müsste jetzt weg sein. Genau, da ist er auch schon verschwunden. Das heißt, nur über den Screen selber können wir sie mitnehmen. Alles, was darüber hinausgeht, ist sie leider weg. Das sollte uns aber jetzt nicht so weit stören. Deswegen gehen wir mal weiter. Im Rahmen der Stunde, also der Retro-Stunde, werde ich einfach halbe Stunde Parts machen, statt nur 20 Minuten. Dafür kommen ja auch nur zwei pro Woche. Ich hoffe, das ist für euch okay. So, hau ihn mal um da. Und der nächste Schlüssel. Was haben wir denn hier drin? Der Bumerang. Wähle mit der Startknopf aus. Was? Wähle mit dem Startknopf aus und benutze ihn. Das machen wir doch direkt mal. Jetzt können wir nämlich quasi mit einem Bumerang um uns werfen. Und sind quasi jetzt der Superheld im Ganzen. So, gehen wir hier durch. Und es geht weiter hinab in den Keller. Wir hoffen, dass wir bald mal Prinzessin Zelda finden können und sie retten können. Die holde Maid. Uhuhu. Ich will da wohl mit ihr anstellen werden. Man weiß es nicht. Aber mit dem Bumerang können wir jetzt quasi die Gegner schön stunnen. Dadurch sind sie quasi so ein bisschen ein kleineres Hindernis. Ach verdammt, statt aufzuheben, drücke ich immer die falsche Taste. Entschuldigung, Entschuldigung, kommt der kleine Dickmops. Den Morgenstern oder was? Aber auch er ist kein Problem. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manche Schlüssel öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagen. Ja dann, auf hier. Natürlich erstmal durchsuchen wir die Truhe. Ich danke dir, Link. Irgendwie hatte ich gespürt, dass du kommen würdest. Hör mir gut zu, Link. Die Burgwachen stehen alle unter Algernims magischem Bann. Aber die Musik, der Zelda-Theme von Prinzessin Zelda, hat sich lang gehalten und ist auch immer noch sehr schön. Der Zauberer ist ein unmenschlicher Dämon mit gewaltiger Macht. Ich fürchte, mein Vater ist schon... Oh, ich habe solche Angst. Verstehst du mich? Natürlich, Holde Maid, verstehe ich dich. Was denkst du denn? Schnell, lass uns hier verschwinden, ehe der Zauberer etwas merkt. Ich kenne ein Geheimnis. Dazu müssen wir in den ersten Stock. Na los, komm schon. Ab in den ersten Stock.
So, da würde ich sagen, das machen wir auch direkt mal ab in den ersten Stock. Ich drücke immer die falschen Tasten. Muss ich mir nachher mal ein bisschen anders legen. Sonst werde ich immer noch weiter verwirrt. Aber das mache ich erst vor der nächsten Folge. Denn jetzt macht das noch keinen Sinn, glaube ich. Und was läuft hier rum? Ja, ein kleiner Hund läuft hier rum. Das ist quasi mein Maskottchen. Läuft hier ein bisschen rum und schnüffelt hier gerade, was es hier so gibt. Solange er nicht bellt und die Aufnahme dadurch ein bisschen stört, macht er, ist es ja nicht schlimm, dass hier rumläuft. Bin ja nicht so alleine hier. So, ich springe einfach mal runter. Der Prinzessin Zelda folgt uns jetzt quasi die ganze Zeit. Und quasi unser kleiner Sidekick. Nachdem das Spiel benannt ist. Tja, das sollte Robin auch mal irgendwie schaffen. Upsala. Den haben wir runtergekickt. Und wir laufen einfach mal weiter. Ich glaube, es lohnt sich nicht so wirklich, jeden Gegner einmal umzuhauen. Obwohl, ein bisschen Geld ist auch immer schön. Am, yam, yam. Rubine, Rubine. Das hätte auch immer Onkel Dagobert gefallen. Ja, und den laufen einfach vorbei. Es gibt keine Erfahrung oder sowas. Deswegen, wenn man mit dem Gegner rumlaufen kann, warum also nicht auch drum rumlaufen? So, jetzt laufen wir mal rechts lang. Nächstes Mal sind wir links lang gelaufen. Dann laufen wir jetzt einfach mal rechts lang. So, dann nehme ich mit, dann haben wir schon wieder die Energieleiste voll. In Form der rechts. Quatsch, der rechts. Der Herzen rechts oben. So, mit der Base können wir, glaube ich, nicht durch die Tür gehen. Das heißt, wir müssen einfach mal loswerden. Und laufen einfach so hier lang. So, mein Freund. Na, dreh dich um. Mit dem Umdrehen funktioniert auch nicht so ganz so toll. Das nehmen wir einfach mal mit. Kann ich eigentlich damit runterspringen? Tatsächlich. Da hat er ein bisschen zu spät gesehen, mein Freund. Vom Thron dann aus gibt es ein Geheimnis zur Kathedrale. Sicher wirst du unser Priester dort helfen können. Aber ich weiß, da stand uns der Priester und nicht unser Priester. Aber naja. Manchmal verliert man sich halt. Und ich verliere mich manchmal ganz oft. Aber das macht, denke ich, nichts. Und da ist auch schon der Thronsaal. Die waren wir doch eben erst. Dieses königliche Wappen verbirgt einen Geheimgang. Hast du eine Lampe dabei? Es ist nämlich Stockfinster da drin. Und ohne Licht kommt man nicht sehr weit. Bist du bereit? Dann lass uns jetzt gehen. Komm her. Hilf mir beim Schieben, kleiner Mann. Wir müssen es von der linken Seite anpacken. Nur mach schon. Ja. Lampe, die hat schon Hinweis gegeben. Wärmen wir sie doch einfach mal aus. Und schieben. Ganz kräftig zu zweit. Da geht es. Ich sollte auch weiterschieben, einfach so in der Luft rumstehen und irgendwie anders laufen. Aber da ist der Weg schon frei und wir können hier hoch. So, da sehen wir schon der Kniff der Lampe. Na, wir können jetzt quasi vor uns leuchten und wir können auch das Feuerchen hier anmachen. Und dann ist es um uns herum ein bisschen heller. So, die Ratten, die haben wir einfach mal ein bisschen... So, zack, auch noch mehr Geld. Wir können auch quasi mehr Lampen anmachen, dann wird das nicht noch ein bisschen besser. Gehen aber nach der Zeit wieder aus. Komm her. Komm her, Ralf. Bei 20 Rubine, das ist natürlich schön. Ja, die Roten bringen 20. Wie schon erwähnt, in anderen Zelda-Teilen gibt es auch noch silberne Rubine. Die bringen dann nur 100 oder sogar 200, ich weiß es nicht. War nicht im Kopf, ich drücke mir die falsche Taste. So, und hier sind alles voller Schlangen. So, aber... dreh dich um. Ah, das Umdrehen, das klappt noch nicht so ganz. So wie ich mir das gewünscht hätte, habe ich überlegt. Ah, ja, jetzt ist da vorne, ja. So, und da sind die Schlangen auch schon Geschichte. Und es geht weiter hinab. Hinab in die Tiefe. In das erste Kellergeschoss. Warum hast du mich getroffen? So, weg mit dir. Dafür kriegen wir ein Herz wieder voll. Und auch Fledermäuse gibt es hier. Hier gibt es hier allerhand. So, hier will ich. Anzünden. Ja, ich muss mir die Tassen gleich umlegen. Klappt so überhaupt nicht. So, zack, du, geh mal weg da. Hier ist eine Truhe.
und wir haben einen kleinen Schlüssel gefunden mit den Schlüsseln. Entschuldigung. Mit den Schlüsseln können wir die Truhen aufmachen. Falls Truhen aufmachen, können wir Türen aufmachen, wo ein Schlüssel noch dran ist, wie hier zum Beispiel. Link vorwärts, es ist nicht mehr weit. Nur noch durch dieses Gewölbe. Und wir haben die Kathedrale erreicht. Pass auf, wo du hintrittst. Ja, wir sehen schon, hier ist ziemlich Wasser. Aber das hält die Ratten fern. Die Ratten können nicht über das Wasser laufen. Das ist unsere Chance, sie ohne Probleme aus dem Weg zu räumen. Oder sie räumen uns aus dem Weg. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber wirklich viel Schaden machen wir gar nicht. Wir sind noch komplett geheilt. Ja, dann sollten wir natürlich erst recht hingehen und ein bisschen Gold farmen. So, hier haben wir noch mehr Wasser. Mann, Mann, Mann. Das ist ein tiefer Keller. Und Fledermäuse. So, zack. Da kriegst du mal das hier auf den Kopf. Ah, ich drücke immer die falsche Taste. Entschuldigung, Leute. So, jetzt aber. Na, bleibst du wohl hier? Geld, Geld, Geld. Ich will so viel Geld. Und du bist auch weg. Ich habe schon einiges Geld. 68 Rubine. Und weiter geht die wilde Fahrt. Und noch ein Keller mit Ratten. Und die Ratte hat einen Schlüssel gefressen. Ich rate, ich esse den Schlüssel. Lecker. Also, damit kommen wir aber durch die Tür. Und hier wird's heller. Das heißt, ich wechsle einfach mal wieder auf meinen Bumerang. Ratti, 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 Ratti. Na, komm her, Ratte. So, das ist wie eine komische, poröse Wand. Klingt auch anders als die anderen Wände. Nämlich hohl. Aufs Wurst sollten wir achten. Nur leider im Moment können wir damit überhaupt noch nichts anfangen. Denn da kommen wir einfach noch nicht durch. Und etwas für später. Sollten wir uns also merken. So, das erste Stockwerk sieht schon wesentlich freundlicher aus. Als vorhin. Nein, nehmen wir mal mit hier. Ratti, Ratti, Ratti. Ja, der Vater von Indiana Jones, der hätte hier seinen Spaß gehabt, denn er mag keine Ratten, wie wir gelernt haben. Jede Menge Ratten sind hier sogar. Mann, 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 die haben hier echt ein Problem mit Ratten hier im Keller. Hallo, das Land der Ratten. Auf den nächsten Raum, hier sind wieder Ratten. Hinter dieser Tür liegt die Kathedrale. Zum Höften musst du an einem der Hebel ziehen. Ich drücke mal die falsche Taste. Natürlich die Frage, an welchen Hebel müssen wir ziehen? Wir haben zwei zur Auswahl. Also Ene, Mene, Mu. Und raus bist du. So, da ziehen wir mal hier dran. Das war... Entschuldigung, ich drücke mal die falsche Taste. Das war die falsche. Das ist quasi das Land der Ratten, oder? Quatsch, jetzt sind wir ja Schlangen. Das war die Schlangenfalle. Also quasi sind hier das, der Ort der Henry Jones Dinger, die sie nicht mögen, sowohl Vater als auch Sohn. So macht er keine Schlangen. Zieh an diesem Himmel, Zieh am Himmel, wenn du da hinaufkommst. Zieh ihn bis zu dir hinunter. Nein, natürlich an dem Hebel, an dem wir A drücken. Das haben wir ja quasi gerade schon gemacht. Den wir Adruck, das haben wir quasi schon gemacht. Komm her. Jetzt. Und auf geht's. Weiter den nächsten Raum. Und wir sind in die Kirche angekommen. Ja, Kirche. Ein Wunder. Prinzessin Zelda. Ihr seid in Sicherheit. Bist du? Hast du das getan, Link? Bist du etwa der, der sie gerettet hat? Ja, richtig. Link half mir aus dem Kerker zu fliehen. Jetzt bin ich immer, Entschuldigung. Jedoch erfuhr ich doch. Ein eigener Plan ist unfassbar. Er drohte mit den Worten. Wenn ich mit dir fertig bin, kann ich das Siegel der sieben Eisen brechen. Bitte, Link, lass nicht zu, dass das wunderschöne Hyrule in die Klauen des Bösen gerät. Wenn er das Siegel der sieben Eisen bricht,
werden böse dunkle Mächte hier regieren. Bevor es zu spät ist, ich flehe dich an. Vernichte Hagenim, denn nur du bist dazu in der Lage. Bitte! Ich glaube, eine dunkle Macht steckt hinter Hagenims Taten und seiner schwarzen Magie. Nur eine Waffe ist imstande, im Kampf gegen die Macht des Zauberers zu bestehen. Das sagenhafte Masterschwert. Doch einiges mehr sollst du noch wissen, Junge. Die Leute sagen, der Dorfälteste sei ein Nachfahre der sieben Weise. Er weiß sicher mehr über die Kraft des Schwertes. Zu ihm solltest du gehen. Die Burgwache sucht dich schon überall. Prinzessin Zelda, verstecke ich hier bei mir. Ich markiere dir das Haus Sahasralas auf deiner Karte. Aber nimm dich in Acht. Mach dir keine Sorgen und zögere nicht länger, denn den Dorfältesten zu suchen. Hast du mich verstanden? Natürlich. Hätte mir gesagt, nicht alles hätten wir alle von vorne hören müssen. Lass ich mal durch, Oberträger in der Brille. Ein Herzcontainer. Deine Herzzahl ist nun gestiegen. Besuche den Ortältesten. Was habe ich jetzt gesagt? Den Ortsältesten? Na gut, ich habe fast dasselbe. Er kann dir mehr über das Masterschwert erzählen. Na gut, machen wir das. Aber was uns am anderen Ende dieser Tür erwacht, also quasi außerhalb der Kathedrale oder der Kirche, denn der Kathedrale ist es doch ein etwas kleines Gebäude, sehen wir in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Link's Awakening. Bis dahin, euer Moscha.